Ich war tatsächlich noch nie alleine wandern. Also geht's direkt 1000 Meter in die Höhe und 1000 Meter wieder runter innerhalb von 2 Tagen. Jetzt habe ich meinen Van hier geparkt. Und jetzt geht's heute 850 Meter hoch und 850 Meter wieder runter. Dann übernachte ich in meinem Van und morgen nochmal 800 Meter hoch und wieder runter. Aber woanders. Falls ihr euch wundert, was euch in diesem Wandervideo erwartet, das frage ich mich tatsächlich auch. Ich habe nämlich nur geguckt, wo die Route lang geht, also wie die Route lang geht, nicht wo die Route lang geht. Und ich weiß auch gar nicht, was es so auf der Route zu sehen gibt. Also, die sind beide so ein bisschen unwissend. Oder alle. Oder beide. Schaut ihr zu zweit, schaut ihr allein? Wer weiß es. So, an der Stelle weiß ich natürlich nicht, ob der Weg jetzt hier lang gegangen wäre oder hier lang. Also werde ich einfach irgendwas ausprobieren. Ich nehme mal den Weg. Keine Ahnung. Hätte man vielleicht doch mal vorher gucken können, in welche Richtung man zumindest läuft. Oder die Karten hätte man noch runterladen können. Ich wusste natürlich nicht, dass man hier keinen Empfang hat. Aber hier geht es auch bergab. Das kann es doch nicht sein. Kann auch jetzt nicht bergab gehen. Ah, ich laufe die andere Seite. Das macht keinen Sinn. Hier geht es auch nicht ganz so steil bergab wie auf der anderen Seite. Gefällt mir auf jeden Fall besser. Bisschen lieber ein bisschen bergauf gehen als bergab. Es geht nur nach oben. So, ich hatte jetzt für 5 Minuten Internet auf diesem kurzen Stück hier vorne. Ich habe nur kurz Pause gemacht, also ich bin kurz langsamer gelaufen, ich habe keine richtige Pause gemacht. Und zwar habe ich mir einmal die Karte runtergeladen, in Komoot eingefügt und mir einen Screenshot davon gemacht. Jetzt habe ich auch einen guten Plan. Also, was ich euch fürs Wandern empfehlen würde, ich würde entweder die Karten runterladen oder halt die Route runterladen und die irgendwo einfügen. Und Offline-Karten auf jeden Fall. Ja, also sieht mir jetzt nicht aus wie ein Wanderweg, sieht ein bisschen aus wie eine Durchschlageübung. Aber genau das mag ich. Genau das mag ich. Es ist immer dasselbe, egal wo ich hingehe. Es ist immer eine Durchschlageübung. Links oder rechts? Links. Ja, hier geht es mal wieder bergauf. Nachdem wir jetzt ein Stück bergab gegangen sind, geht es natürlich wieder bergauf. Es geht schön auf die Waden. Gefällt mir. Die brauchen noch ein bisschen Power. Kraft. Gehe ich überhaupt richtig? Nee, ich gehe falsch. Bergab wäre richtig gewesen. Nice. Dann gehen wir jetzt diesen Wanderweg. Diesmal weiß ich, welchen Weg ich gehe und dann weiß ich auch, wo lang ich gehe. So, Leute. Wir sind jetzt ungefähr seit 4 Stunden unterwegs. Wir, sage ich immer noch. Aber ich bin seit 4 Stunden unterwegs. Und ich habe gerade das erste Mal daran gedacht, wie cool es wäre, wenn jetzt noch eine zweite Person mindestens hier dabei hätte. Das ist das erste Mal, dass ich darüber nachgedacht habe. Es wäre interessant, wenn jetzt wenigstens eine zweite Person dabei wäre. Und man sich kurz irgendwie zwischendurch mal ein bisschen unterhalten könnte. So wie ich das jetzt mit der GoPro mache. Also mit euch, aber dann halt
in Persona. Der Pfad ist laut Komoot geschätzt auf 4 Stunden Laufzeit, wenn man durchläuft, ohne Pausen. Und was soll ich sagen? Wir haben jetzt 5:10, glaube ich. Und der Sonnenuntergang ist um 8:30. Und wenn ich den Rundweg komplett mache und dann wieder zurück bin, an dem Anfangspunkt, sind es dann ungefähr noch mal 1 Stunde Laufzeit bis zum Parkplatz, wo mein Van steht. Also ich wäre 100% wäre ich 1,5 Stunden nach Sonnenuntergang immer noch am Laufen. Ja, also wie das dann abläuft, weiß ich noch nicht. Ich würde das ehrlich gesagt eher ungern machen, weil ja, erstes Mal alleine unterwegs und das letzte Mal, wo wir gewandert sind im Dunkeln, haben wir die Wölfe getroffen. Dementsprechend würde ich jetzt ungern alleine hier im Wald rumlaufen, im Dunkeln. Ja, genau. Ja, also Freunde, ich bin mal wieder komplett verloren. Ich habe den Weg eigentlich befolgt, wie er auf Komoot steht. Eigentlich mit diesem Zeichen auf diesen Pfosten, dieses, ja, ich weiß nicht, was das für ein Blatt ist, Buchenblatt, glaube ich. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Aber auf jeden Fall bin ich den Teilen gefolgt, den Pfeilern. Und dann bin ich aus dem Wald rausgekommen und jetzt laufe ich hier auf dem Feldweg rum. Und hier kamen jetzt nur noch so Pfeiler mit so einem kleinen Turm drauf. Ich schätze mal, das ist hier das kleine Ding da. Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, warum ich auf einmal hier bin. Ich habe ja das befolgt, wie es auf Komoot ist. Ich hoffe, ihr seht's. Hier ist das Logo wieder. Also bin ich doch noch auf dem Weg. Klingt doch gut. Dann geht's hier lang. Und dann schauen wir mal weiter. So langsam wird es ein bisschen hart auf den Beinen. Nicht nur auf den Beinen, sondern auf den Füßen. Ich habe ja hier die Vans an. Das sind ja quasi Barfußschuhe. Und das wird langsam echt anstrengend und ich habe noch ungefähr 2 Stunden vor mir. Aber ich habe hier das hier gefunden. Und zwar so ein kleines, ja, Fußbadebecken, sag ich mal. Ja, kann ich kurz mit den Füßen reingehen. Ich hoffe, das hilft. So. Hier vorne habe ich gerade gesehen, habt ihr es gesehen? Da ist so eine kleine Echse. Da. Ich bin gespannt. Ich gehe mal hier rein. Ist das kalt. Ist das kalt. Ich habe noch mal bei Komoot reingeguckt. Ich habe die Route mal genommen. Ohne meinen aktuellen Standort genommen. Und dann habe ich mal getrackt, wie weit ich bis zu dem Punkt brauche, wo es dann wieder zu dem anderen Weg zum Bus zurückgeht. Und der sollte in 1,5 Stunden machbar sein. Das heißt, wir haben jetzt 18.30 Uhr. Wir sollten also um 8 ungefähr wieder an dem Ausgangspunkt sein. Und dann dürfte ich eine Stunde zurück brauchen zum Van. Also dürfte ich eigentlich während dem Sonnenuntergang den Rückweg laufen und eine 1/2 Stunde nach dem Sonnenuntergang wieder am Van sein. So ist der Plan. Ob das aufgeht, seht ihr dann. So langsam wird es richtig anstrengend. Ich habe es ein bisschen in den Beinen und es ging gerade relativ steil bergauf, aber so langsam neigt sich zum Ende. Ich gehe jetzt hier nochmal, weiß ich nicht, 1,5 Kilometer oder was, ist auf jeden Fall nicht mehr viel. Hey. Alter!
Scheiße. Ich hoffe, ihr habt das gesehen. Huh. Alter, ich muss erstmal ins Video gucken. So, also nochmal. Ich hoffe, ihr seht es im Video. Ich muss das Videomaterial nochmal auf dem MacBook angucken. Weil auf der GoPro selbst habe ich es jetzt nicht erkannt, ob ihr das gesehen habt. Aber dieses Reh, ich habe noch nie in Persona, also gut mit dem Auto schon, aber so in Persona, in der Nähe, ich schätze mal 5 Meter bis zu dem Reh. Das war krass. Ich hoffe, man sieht das. Ich hoffe, man sieht das. Geisteskrank. Das Wandern hat sich auf jeden Fall gelohnt. Back to the roots. Da drüben das Schild habe ich gefilmt. Aus der Richtung komme ich. Jetzt nur noch von da drüben aus. Laut Maps, halbe Stunde. Da drüben dieser Baumkante, da ist der Parkplatz. Und damit wäre die Reise, also die Reise, die Wanderung für heute erstmal geschafft. Ich kann natürlich wieder hier einblenden, was ich denn heute so alles gemacht habe. An Höhenmeter, Tiefenmeter und an Strecke generell. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es mir morgen geht. So, ich stehe jetzt hier an meinem Van. Damit ist die Wanderung für heute beendet. Und ich mache mir erstmal was zu essen. Good morning in the morning. Ich habe gestern gar nichts mehr aufgenommen. Ich war so fertig. Ich habe nur noch was zu essen gemacht, dann bin ich direkt schlafen gegangen. Auf jeden Fall habe ich heute Morgen nicht aufgewacht, das Bett wieder zusammengeschoben und ich habe den übelsten Muskelkater in den Beinen, in den Waden, im Nacken, im Rücken. Ich kann definitiv nicht mehr wandern gehen. Also Mission Abbruch. Die 1000 Meter hoch und 1000 Meter runter habe ich also nicht geschafft. Werde ich in einem anderen Video nochmal probieren, aber danke fürs Zuschauen.